Hallihallo, ihr Lieben. Heute bekommt ihr einen schnellen Tipp von mir, der lautet: Beschäftige dich mit der Körpersprache und dem Ausdrucksverhalten von deinem Hund. Dazu habe ich ein kleines Video aufgenommen von meinen zwei Hunden. Die kleine braune Staffbull-Dame, die ihr seht, das ist die Cleo, und die Pagel-Dame ist die Mardi. In den ersten Sekunden von dem Video werdet ihr sehen, dass die beiden Blickkontakt halten. Die Cleo hat dabei nach vorne gerichtete Ohren und die Marley nach hinten gerichtete Ohren. Die Cleo möchte irgendetwas von der Marley und die Marley fühlt sich in der Situation aber gar nicht richtig wohl. Achtet mal die ersten Sekunden des Videos darauf, wie die beiden sich angucken. In der fünften Sekunde wedelt die Marley dann mit dem Schwänzel, das eher aus Unsicherheit, und legt ihren Kopf ab. Das ist deeskalierendes Verhalten. Die Marley schaut dann zu mir und vielleicht erwartet sie auch, dass ich ihr da helfe in der Situation. Cleo zeigt ein Spielverhalten, fordert sie auf. Marley hat weiterhin nach hinten gerichtete Ohren und fühlt sich unwohl. Molly zeigt dann wieder einen Blick zu mir und fragt quasi nach Hilfe. Dann fordert die Cleo gleich noch einmal auf. Und Molly wedelt dann nochmal mit dem Schwänzel. Das auch wieder aus Unsicherheit. Anschließend streckt sich die Molly. Das kann eine Übersprungshandlung sein. Die Cleo nimmt es aber als Spielannahme wahr. Jetzt seht ihr gleich, dass sich die Cleo über die Marley stellt. Nicht unbedingt, weil sie dominant ist, sondern einfach, weil sie schnüffeln will. Die Marley unterwirft sich aber ganz klar. Anschließend kommt es zum Spiel. Da bin ich dann aber dazwischen gegangen, weil das Spiel nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Die Marley hatte gar keine andere Chance, so richtig der Sache auszuweichen. Sie hat schon Verhalten gezeigt, dass sie eigentlich keine Lust darauf hat, nach hinten gerichtete Ohren, ein Abwenden, ein Blick zu mir, so wie, komm, schreite ein, hilf mir. Sie hätte ganz einfach auch weggehen können, hat sie in der Situation aber nicht gemacht. Deswegen habe ich die ganze Sache beendet. Spiel heißt nicht immer, dass das Verhalten auf Gegenseitigkeit beruht. Die Körpersprache des Hundes ist enorm vielfältig. Und wir Menschen verstehen dieses Ausdrucksverhalten oft falsch. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du dich mit der Körpersprache deines Hundes beschäftigst und versuchst zu interpretieren, was dein Hund in welcher Situation macht und fühlt. Das erfordert ein bisschen Übung, aber es lohnt sich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Kommentar da. Wenn ihr Fragen habt, auch gerne eine Nachricht oder auch einen Kommentar unter das Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag.